Wir sollten los. Genau, gute Idee. Nun, da wir unter uns sind, mal die Frage, ob wie es denn tatsächlich mit eurer Kampfkraft aussieht. Denn nun, es kann sein, dass ich etwas außer Übung bin. Verstehe durchaus, ein Schwert zu führen, so wie mit einem Schild umzugehen. Ebenfalls bin ich einigermaßen versiert mit der Armbrust und ich zögere auch nicht, diese zu benutzen. Wie sieht es beim Rest aus? Ich kann mich verteidigen. Ich bin darin trainiert, Bestien jeglicher Größe zu töten, und das hat sich auch als vorteilhaft herausgestellt, um gegen Menschen vorzugehen. Ich bin auch ganz gut in der Übung. Hier kommt man nie wirklich raus. Nicht in dieser Gegend. In dieser Gegend, das stimmt. Gut, vortrefflich, vortrefflich. Dann, nun, Wir sollten aufbrechen, ja. Richtig, richtig, richtig. Und ich denke, ich werde vor allen Dingen ja, mich opfern, um Rückendeckung zu geben, falls jemand von hinten angreifen sollte. Das wäre sehr schön. Dann bildet ihr die Nachhut. Das ist absolut in Ordnung. Ehrenwerte, ja, genau. Rongar, wenn ihr Bestienjäger seid, dann kennt ihr euch doch wahrscheinlich auch in der Wildnis etwas aus. Das tue ich, aber ortskundig bin ich nicht. Also, man müsste mir schon die Richtung weisen. Ich kenne den Weg. Ado, würdet ihr dann vorgehen? Natürlich, gerne doch. Also es ist mehr oder weniger der Straße entlang. Nun, da ist die Frage, ob wir wirklich der Straße folgen wollen. Nicht, dass wir in denselben Hinterhalt geraten. Also ich glaube mich zu erinnern, dass sie damals im Norden gelagert haben. Also ich würde empfehlen, dass wir über Norden gehen. Meint Ich ihr denke, wirklich, sie sind noch dort? haben sie zumindest Wenn sie eine. angegriffen wurden, denke ich nicht mehr, dass sie dort sind. Ich meine, Wunden müssen genauso verpflegt werden wie bei den Geweihten. Die werden auch wahrscheinlich zuerst in ihr Lager zurückkehren und wir können dann vermutlich Spuren finden. Ich denke, wir Weiß auch sollten einfach nicht. zum Platz des Geschehens. Ich weiß auch nicht, wie es in Webermühlen gerade aussieht. Also. Wir Auf jeden sollten. Fall mit Bedacht vorgehen, würde ich Von Neu aus vorschlagen. Werheim sollten wir uns fernhalten. Der Ort ist seltsam. Man mustert die Leute mal. Vielleicht sollten wir auch nicht direkt über das Mithraelsfeld. Ja, lass uns Einen kleinen Bogen schlagen. einen Bogen schlagen. Dann können wir auch zur Brücke, zur anderen Brücke. Dann führt den Weg an. So könnt ihr ostwärtig in Richtung des Kavallerietores gehen, was gänzlich zusammengebrochen ist. Durch viele Gassen der Stadt, die von Schutt immer noch blockiert sind, Mauerfragmente, die lange Schatten werfen über ein gewaltiges Trümmerfeld, könnt ihr euch hindurchtasten und die Heimatkunde von Ardo, der hier geboren ist, mag nicht mehr so sehr viel nützlich sein, aber ihr könnt euren Weg finden und dann auch das Mythraelfeld umgehen, was immer noch geisterhaft schaurig dort liegt, mit den verwesenden Leichnamen, mit den Geistern, den Spukerscheinungen, den Schatten und all den ekelhaften Kreaturen, die euch dort hineinlocken und ziehen wollen. Einige Waffen, die vielleicht für Artefaktsammler von Interesse wären, aber so sehr viele Menschen, die hier gestorben sind, Zwerge und andere Kreaturen, die vielen untoten Alreks, die kalten Alreks, die hier von Rassasor hingeschickt worden sind und dann in der Sonne vergangen sind, als eine riesige Wolke vernichtet ward. Nördlich durch den Wald geschlagen, könnt ihr euch dann hinvortasten zu den Pionieren, die dann hier eine Brücke aus Holz errichtet haben, nachdem die andere dann vernichtet worden ist und über diese hinübertreten. Ardo erinnert sich, hier beginnt die Wildermark und die Waldlöwen, mit denen du schon die ein oder andere unangenehme Begegnung hattest, die dich immer mal wieder provoziert haben, aber mittlerweile hast du gelernt, sie zu ignorieren. Darian, wart ihr schon mal in der Wildermark? Nein, ich bin von Gareth aus nach Werheim geritten. Ich wollte herausfinden, ob die Gerüchte stimmten. Ich wundere, wenn die Farbe verschwindet. Wer ist was für eine Farbe? Alle Farben. Seht ihr gleich. Ordnung. In den westlichen Wäldern hat es nachgelassen. Ja? Ein In letzter wenig. Zeit
In letzter Zeit vor allem im Norden von Werheim unterwegs, habe ich das nicht so mitbekommen. Die Steinkreise strahlen eine ordnende Kraft aus. Es ist uns allerdings noch nicht gelungen, das großflächig zu verstärken. Werter Magier, könnt ihr sagen, woran das liegt, wie das kommt, dass die Farbe verschwindet? Es ist ein sphärologischer Effekt, das ist allerdings nicht mein Spezialgebiet. Aber ihr kennt euch gut genug damit aus, um zu wissen, ob für uns eine gewisse Gefahr besteht. Aufgrund dieser... Vermutlich. Dann sollte irgendeine Gefahr für uns aufkommen, die anderer Sphäro-Dinge daherkommt, dann bitte gebt einfach Bescheid. Er nickt. Der Verlust der Farbe ist vermutlich ein Phänomen, das durch eine partielle Auflösung der Grenzen zum Limbus erfolgt ist. Wie genau, wer auch immer das angestellt hat, kann ich allerdings nicht sagen. Ach. Allerhand. Limbus, das Nirgendmeer, die Zwischenwelt, die graue Ebene. Meint ihr, dass die Welten hier verschwimmen? Nee, nicht die Welten. Die Welt und die Zwischenebene zwischen den Welten. Aber frag mich nicht, wie das passiert ist. Wenn eine Gefahr einfach auftritt, dann sagt Bescheid. Von dem anderen ganzen Kram verstehe ich nichts. Aber wenn irgendetwas für uns eine Gefahr darstellt, dann bitte. Gebt einfach Bescheid. Wenigstens bin ich nicht der Einzige, der davon nichts versteht. Nun, ich muss sagen, ich habe schon einiges Verständnis mir davon anheimsen können. Wir waren ja mit einer Hesindegeweihte unterwegs und tatsächlich waren wir in so einer Zwischenwelt. Deshalb, nun, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, fragt den Magier, fragt lieber den Magier. So könnt ihr euch, wäre vermutlich klüger. So könnt ihr euch über die Brücke in die Wildermark begeben und haltet euch von der ehemaligen Reichsstraße fern, die immer noch zerbrochen und zerborsten dort liegt. Mittlerweile mit dicker Moosschicht überwachsen, sodass auch hier sich niemand mehr mit einer Kutsche oder mit großen Pferden hinüberwagt, sondern allesamt einen Trampelpfad nördlich oder südlich auf den ehemaligen Feldern wählt, die nicht bestellt sind, sondern trostlos da liegen und nur noch einige bröselige Halme, die nach oben recken, trotz der Jahreszeit, Sommer, Raja. Normalerweise müssten die Felder in Blüte stehen, doch ihr wisst vielleicht teilweise, warum dieses Land nichts mehr zu bieten hat. So geht ihr Meter um Meter, Meile um Meile. Aber eine Farbenfinsternis will sich nicht einstellen, trotz den Berichten, die Ardo euch gegeben hat, was euch vielleicht verwundern mag, aber vielleicht ist es ja auch etwas Gutes, wenn sich das Land wieder normalisiert und die Farbe zurückgekehrt ist. Dann, nach einigen Stunden, liegt südlich von euch die Ruinenstadt Neuost-Werheim, die trostlos, dort da liegt, keine Person, die ihr erkennen könnt. Es gibt aber ein Geräusch, und zwar könnt ihr aus der Entfernung, wenn ihr euch fern davon haltet, das rhythmische Trappeln von Stiefeln auf Kopfsteinpflaster hören, aber jemanden sehen tut ihr nicht. Hört ihr das? Sollten wir uns verstecken oder lieber möglichen Feind offen begegnen? Ich halte mal kurz inne, schau genauer hin und achte darauf, was meine Intuition mir sagt. Kommt das da drüben aus der Ruine? Da müssen wir doch sowieso nicht hin, oder? Meint ihr, die haben sich hier, könnten sich hier versteckt haben? Und wir drum rumgehen, ne? Straße entlang. Wenn wir nicht dorthin müssen, dann eine Konfrontation aus dem Weg zu gehen, ist mit Sicherheit das Beste. Ardo, ihr kommt ja von hier. Was ist eure Empfehlung? Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Ich finde, wir sollten das Ganze umgehen. Dann machen wir das.
20 Minuten mehr oder weniger können wir. Absolut richtig. Und jetzt einen sinnlosen Konflikt anzugehen, macht keinen Sinn. Wir haben eine andere Aufgabe und die ist wesentlich wichtiger. Richtet euren Blick ab und an nach hinten, während wir weitergehen. Nicht wahr, dass irgendwas, was da drin ist, uns verfolgt. Avigor, eure Aufgabe. Richtig. Blick nach hinten, genau. Hoffentlich stolper ich nicht. Gut. Ado, war das nicht Burg Schlangenfurt, wo die mit diesen Wappen rumgelaufen sind? Ah, das kann sein. Ich meine mich. Honga, wart ihr da nicht auch bei? Schlangenfurt. Als wir von Norden, wie hieß der Ort nochmal? Von dieser einen Baronin, was auch immer, nach unten gereist sind, um den Dämonenmeister, den Chimärenmeister zu finden. Sind wir doch auch bei sowas vorbeigekommen, nicht wahr? Schlangenfurt? Wächst gerade etwas. Ich bin wirklich nicht gut mit Namen, aber so ein Name, ich glaube, der ist nicht gefallen. Ich denke schon, dass die dieses Wappen hatten. Und das heißt, wenn wir dort keine Spuren mehr finden oder so, dann sollten wir uns vielleicht zu dieser Burg begeben. Nein, ich erinnere mich. In Burg Schlangenfurt saß, glaube ich, der Baron, Graf, Adlige, was auch immer, dem das Wappen gehört und irgendwie. Und es gab irgendeine Räuberbande, ich glaube Schlangenbrut oder so haben sie sich genannt, die ein gemaltes Wappen, das dem von ihm ähnelte, getragen haben. Irgendwas in der Richtung. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Also, auch schon ein paar Wochen her sein. Also es geht hierbei, aber dann wahrscheinlich bei diesen Banditen um diese Gruppe. Ja, um diese Schlangenbrut, schätze ich mal. Am sinnvollsten wäre es, wenn wir sie zuerst auskundschaften könnten und dann aus dem Hinterhalt ausschalten. Wenn ich mich recht entsinne. Während ihr einen kleinen Umweg geht und Neuostwerheim im Süden zurücklasst, euch dann weiter ins Feld hineinschlagt, weil der Gefahreninstinkt von Ado Werheimer euch dies intuitiv nahelegt, kann Ritter Travigor, der die Augen hinten offen hält, erkennen, wie aus der Stadt, aus der Siedlung eine spindeldürre Gestalt hinaustritt. Wahrscheinlich ein Lumpensammler oder vielmehr ein Leichensammler, denn hinter sich zieht er einen großen Karren, auf dem viele Personen liegen. Freunde, da ist tatsächlich jemand. Er sieht ziemlich ausgemergelt aus. Ignorieren und weiter, Travigor, ignorieren und weiter. Das hilft dir jemand für das Leben. Lass ihn kurz ausreden. Er hat einen Leichenkarren und der scheint prall gefüllt zu sein. Dann wird er vermutlich demnächst ein großes Feuer machen. Meint ihr nicht, wir sollten ihm helfen, zumindest Rationen abgeben oder so? Der sieht wirklich aus, als ob er sie vertragen könnte. Er ist keinen halben Tag weit weg von Werheim. Er wird sicher bei den Leichen irgendwas finden, womit er sich was in Werheim zu essen kaufen kann. Das stimmt schon, allerdings ist es gar keine schlechte Idee, ihn zumindest darüber auszufragen, was in der Burg los ist. Wenn wir ihn weit genug von der Burg separieren können. Ich weiß nicht. Ado sagt, er hat ein ungutes Gefühl dabei und das hat uns auch schon letztes Mal nicht getäuscht, als wir unterwegs waren. Also wir gehen ja auch nicht zur Burg. Und ich würde auch nicht vorschlagen, dass wir alle mit ihm reden. Das ist doch sehr auffällig. Aber wenn jemand zu ihm hingeht und ihm, da wie er gefällig etwas zu essen anbietet und kurz ein Pläuschchen mit ihm hält, würde, glaube ich, keinerlei große Aufmerksamkeit auf uns richten. Ich wäre mir nicht oder so sicher, demjenigen eine große Zielscheibe auf die Stirn malen. Die Travia gefällige Gastfreundschaft ist bei eurer Ehrentravigor hier nicht wirklich immer der beste Weg. Nicht jeder, der danach aussieht, als würde er Hilfe brauchen, braucht diese auch oder ist einem freundlich gesandt. Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass der hier, sagen wir es so, nicht alles, was hier menschlich aussieht, ist ja auch menschlich unbedingt. Man muss ich würde stark davon abraten und ich werde dem
nicht weiter näher. Ich werde mich dem nicht weiter nähern. Wenn ihr euch umbringen wollt, viel Spaß. Also, obwohl ich sanft protestieren muss, dass Travias Tugenden irgendwo nicht angebracht sind, würde ich vorschlagen, im Zeichen der Gruppenmoral, dass wir doch weiterziehen und ihn dort mit seinem Leichenkarren karren lassen. Avigor wird leicht gemustert von Darian. Dann, ja, wenn das so ist, dann reiten wir, dann weiter geht es. Glaubt mir, Herr Darian, der Ardo hat da schon viel Zeit, Feingespür bewiesen. Das glaube ich gerne. Und deshalb hören wir ja auch auf seinen Rat. Ja. Sich gleich wertgeschätzt. Kommt, lass uns weiterziehen. 4 Stunden später. Vor euch liegt die kleine Ortschaft Webermühlen, zumindest hieß sie früher so. Es gibt zwar 3 runtergebrannte Mühlen, die hier noch stehen, aber auch wohl eine neu gebaute, vielleicht das neue Zeichen von Zar, dass man sich hier wieder gefahrlos ansiedeln kann. Aber neben den 3 niedergebrannten Ruinen, die noch traurig ohne Flügel im Wind stehen, irgendwas scheint euch an der Neugebaut zu stören, denn auch wenn sie aus Holz gebaut wurde, so sieht ihre Verkleidung doch rostig rot aus. Ein ungesunder kupferfarbener Ton. Kasim, ist das natürlicher Herkunft? Oder Ardo, wisst ihr darüber etwas? Das sieht seltsam aus. Die Flügel drehen sich und ihr könnt aus dem Inneren dann auch schon, wenn ihr näher und näher kommt, das Mahlen von Stein hören. Irgendwas wird dort wohl gemahlen. Auch wenn die Felder nicht bestellt sind. Wisst ihr, das ist so ein typischer Fall von der Wilde. Sieht aus wie eine Mühle, sich an wie eine Mühle. Wenn man genau hinschaut, will man gar nicht wissen, was da drin ist. Mich würde es nicht wundern, wenn sie da drin, keine Ahnung, kleine Kinder malen oder so. Dann sollten wir da unbedingt hingehen und das aufhalten, oder? Ich wäre mir auch nicht so sicher, ob die Personen, die da drin sind, noch wirklich Personen sind. Ob da nicht etwas ganz was anderes am Werke ist. Ich finde, wir sollten uns erst noch auf unsere Aufgabe konzentrieren und vielleicht beim Rückweg. Kasim ist stehen geblieben und mustert sich das Ganze, vor allem diesen rostroten, naja, Beschlag oder Patina von dem. Legt den Kopf leicht schief. Wer oder was pinselt seine Mühle mit Blut an? Es könnte vielleicht etwas mit denen zu tun haben, die hier Leute überfallen. Wir sollten vielleicht besser nachschauen. Mhm. Ich möchte einmal vorher drumherum gehen. Wir wissen nicht, wer drin ist oder was drin ist, aber wir sollten es herausfinden. Stimme dem zu. Führt ihr denn den Weg an, Rongar? Das kann ich tun. Ja. Seid auf alles gefasst. Ja, das können wir gerne machen. Wenn ihr drumherum geht, könnt ihr wohl auch ein neues Bauernhaus erkennen, was dort liegt. Eine große Stallung mit einem Anbau für Personen, die darin schlafen können. Und während ihr drumherum geht, könnt ihr tatsächlich auch jemanden erkennen, der dort steht. Es sind so 2 Personen, vielleicht weiblich, zumindest haben sie lange Haare, auch wenn das hier in der Gegend, na gut, vielleicht Frauen, aber sie sind gerade dabei, mit großen Pinseln neue Farbe aufzutragen, die aber noch frisch und rot glänzt. Sollten wir dorthin und uns vorstellen? Das wird doch kein Blut sein, oder? Die malen da wirklich mit Blut, Kasim? Was? Ich fürchte, ja. Nun, es sind nur 2 Personen, vermutlich Frauen. Fragen wir sie doch einfach. Ich halte mich ein wenig hinten. Wenn ihr meint. Dann hin. Erlaubt ihr mir das Wort zu führen, Darian? Natürlich. Ihr beiden nach vorne geht, würde ich knien. Meine Hand auf den Kopf von meinem Hund legen. Sie fragen, ob sie dem Blut riecht.
Sie schnüffelt, kann das aber nicht ganz deuten. Sie ist verunsichert. Dann streichle ich sie und stehe wieder auf. Kasim hat sich auch mal abgekniet und mustert jetzt einfach mal so die Erde, das wahrscheinlich ein bisschen verdorrte Gras, das hier auf dem Boden ist, und sucht konkret nach Anzeichen für agrimotische Verseuchung. Ja, würfel mal gerne eine Götter- und Kulteprobe. Mein Pferd eigentlich auch verunsichert, so generell, oder? Dein Pferd nicht. Also die Wildermark generell ist angsteinflößend, aber Ados Hund, irgendwas ist an ihm merkwürdig. Auch wenn du dann nebenbei mal auf ihn geguckt hast, seine Augen sehen nicht so viel tiefer aus, so viel voller, als ob sie so viel mehr Seele hätten als ein normales Tier. Ja. Und du kannst das nicht ganz deuten, aber dein Pferd scheint es erst einmal an nichts zu fehlen. Bläht nicht die Nüstern oder sowas, sondern reitet erstmal ruhig, so ruhig wie man eben in der Wildermark auf einem verdorrten Feld reiten kann. Euch sind natürlich die Geschichten gewahr. Wenn man in die Wildermark zieht, dann informiert man sich vorher und so wisst ihr, dass es sich hierbei nicht um ein agrimotisches Phänomen handelt, sondern um ein namenloses Phänomen, die Seuchenwolkere Hastes, die beschworen worden ist, die auch die namenlosen Tage so sehr prägt, die ihr schon das ein oder andere Mal erlebt habt, wenn ihr euch dann verbarrikadiert, einschließt und der Trägheit obliegt, einfach in eurem eigenen Dreck liegt, dann ist Rahastes derjenige, der euch quält. Und auch dieses Phänomen muss wohl aus irgendwelchen kamalen Gründen das Land so sehr verheert haben. Etwas mit diesem Namenlosen zu tun. Ihr wisst schon, dem einen Tag in den namenlosen Tagen zugeordnet ist. Ja, der Fluch des Trägheit liegt hier auf dem Land. Ich glaube, wir müssen nicht weiter darüber sprechen. Wir... Das bringt nur Unglück. Wir sprechen die Damen trotzdem an, nehme ich an? Das könnten wir, ja, das macht ihr. Ja, mach das mal. Also gut. Ich würde so in 10 Schritte Entfernung gehen. Ja, sie werden euch dann auch vorher bemerken und sich umgedreht haben. Die Pinsel mit dem, naja, es ist kein Topf, es ist ein großer hölzerner Eimer, der verkrustet ist. Und ihr könnt dann auch sehen, wie, wenn ihr nah herangetreten sind, ist wohl auch die Oberfläche schon so leicht geronnen ist. Sie knien sich vor euch ab, beugen den Kopf. Die schwarze Mutter zum Gruß. Wie können wir euch dienen, meine Herren? Der orangenen Mutter zum Gruß, auch Travia genannt. Mein Name ist Ritter Travigor vom Heim- und Herdfeuer zu Romelis. Und wir sind hier, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Ich denke nicht, dass... das sind meine Begleiter, Darian von Falkenstein, der Magier Kasim, Ronga und Ado. Wie können wir euch dienen? Wir näher treten. Ja, natürlich. Diese Ortschaft gehört euch. Ihr könnt mit uns verfahren, wie ihr wollt. Bitte was? Das ist nämlich als Travia gefälliges Zeichen, dass ihr uns einladet. Alles, was ihr wünscht, mein Herr. Warum tut ihr das? Und er deutet mal auf das Blut, mit dem sie die Mühle anpinseln. Nun, es hält die bösen Geister fern. Das ist, wo habt ihr die ganze rote Farbe her, wenn ich fragen darf? Gibt's die auf dem Markt? Das ist keine Farbe, mein Herr, das ist Blut. Farbe würde nicht gegen die Geister helfen. Dann habt ihr also ein paar Tiere geschlachtet und schmiert mit dem Blut der Tiere eure Mühlen an. Sag's doch, die sind alle bescheuert hier. Uns wurde gesagt, dass das hilft. Und das tut es. Von wem? Wirklich Tiere, die ihr geschlachtet habt? Wir kaufen das Blut, mein Herr. Wir wissen nicht, von wem es kommt.
Wann wer hat euch das gesagt? Der Leichensammler. Von kriegt ihr auch das Blut? Nur einer der Herr. Wir verstehen euch nicht. Entschuldige. Ist es der Leichensammler von Neu-Ost-Werheim? Schlank gebaut, immer seinen Leichenkarren dabei? Ja, das ist Karl Vater. Aber er ist nicht nur Neu-Ost-Werheim, er ist überall. Ach. Hat er euch das mit der Schwarzen Mutter beigebracht? Nein, das ist etwas, was wir aus Berla kennenlernen. Nun, was? Nennt sie Orangenmutter, dann ist das viel einladender. Jawohl, mein Herr. Was ist da in der Mühle drin? Warum malt die? Nun, der Wind weht, dann knarzt der Stein, mein Herr. Das ist... Wir wissen nicht, wie das funktioniert, aber Effert und Firon sorgen dafür, dass sich der Stein dreht. Also, da wird nichts drin gemalt? Zurzeit nicht, mein Herr. Früher einmal Knochen, aber mittlerweile haben wir keine mehr. Knochen? Also, ich wende mich mal zu dir an. Ich will euch ja nicht sagen, ich hab's euch ja gesagt, aber ich hab's euch ja gesagt. Wir strecken damit das Mehl, mein Herr. Ja. Man kann es in das Brot einbacken. Davon wird man satt. Ich appetitlich an. Warum will man Knochen essen? Nun, Knochen schmecken nicht. Aber die Tiere tun es auch. Dabei zeigt sie aber auf den Hund. Und damit wir es ins Brot einbacken können, müssen wir es vorher mühlen. Ihr liefert nicht zufällig nach Werheim? Nein. Nur nach Berla, mein Herr. Mal etwas beruhigt. Das Dorf. Wir sind von einem Dorf vom Reibe gekommen. Was könnt ihr uns darüber sagen? Von wo seid ihr gekommen? Ah, er meint neu aus Berheim. Darüber wissen wir nichts. Wir kommen aus Berla. Wir haben hier unsere Mühle hochgezogen. Und nachdem sie ein paar Mal abgebrannt ist, haben wir angefangen, es anzustreichen.